Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Stardew Valley. Ja, hi. Heute ist, oh, wir haben ja noch Wintermarkt, ja stimmt. Aber wir haben ja schon unsere Kürbisfrucht gekauft. Da. Kokosnüsse haben wir auch noch. Die können wir nochmal knacken lassen. Irgendwas fertig geworden? Nö. Dann nicht. Penny, du bist mal zu Hause? Mensch. Ist ja was ganz Neues. Hat das jetzt auch mal aufgehört zu stottern? Danke. Ich muss heute in die Stadt. Arbeite nicht zu hart und isst gut Mittag. Ja, wir können ja auch mal... Warum stottert's? Wir können ja auch mal zusammen Mittag essen. Wäre das nicht mal eine Idee? So, ja. Was wollen wir machen? Aufhören zu stottern, bitte. Das wäre... gar nicht mal so schlecht gerade, irgendwie. Weiß nicht. Irgendwie rödelt das ein bisschen. Tut mir leid, wenn es rödelt. Es liegt nicht an mir, es liegt an der allgemeinen Situation des Rödelns. Am besten ja auch mal die Tiere abholen. Hi Tiere, na? Alles wieder banal. Oh Gott, bin ich voll. Grunz, Grunz. 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 Ich bin ein Schwein. Müsse gucke. Müsse gucke, was für ein geiles Schwein. Ich bin doch eh voll. Warum mache ich das? Warum bin ich eigentlich... Ah, ich bin heute aber auch wieder ein bisschen übermüdet. Ist mal wieder mein freier Tag und ich kann mal wieder nicht schlafen. Und ach, wie das so ist im Leben. Das Kind hat immer Vorrang, was Schlafen angeht. Nie ich. Hat schon wieder voll? Alter, wie kann man nur ständig voll sein, Alter, ganz ehrlich. Ist ja eine Volksweisheit. Ja, so glaube ich. Oh, sorry, ich bin echt müde. Ich mache auch nicht lange. Das ist nur ein bisschen zur Ablenkung, weil ich ein bisschen entnervt bin davon, dass das Kind mich nicht schlafen lässt, obwohl ich müde bin. Ich versuche mich nur gerade ein bisschen abzulenken. Also wenn heute nicht ganz so viel Motivation drin ist, ist das nicht meine Schuld. So, Tiere einmal alle angegrapscht. Ich bin ja auch der gemeine Tiergrapscher. Und dann gehen wir gleich mal zurück und dann zeige ich euch mal, was das... was das Badehaus uns gebracht hat drüben. Mann, das, oh, das... Ich muss aber ehrlich sagen, das hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Da hätte ich aber auch von alleine drauf kommen können. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es gegoogelt. Ich habe auch gegoogelt, wie wir die Fledermaus bekommen. Und da hatten wir tatsächlich bis jetzt einfach immer nur Pech gehabt. Einfach aus den Steinen. Deswegen nehme ich auch mal wieder die Bomben mit. Dass wir da nochmal später wieder reingehen. Ob wir das heute noch machen, weiß ich nicht. Weiß auch nicht mehr, ob ich noch... Vielleicht nehme ich auch nur einen Tag auf. Weil heute ist Sonntag und wenn ihr das seht, ist ja auch Sonntag. Und damit keine Folge ausfällt, sitze ich hier gerade. Und pämmel hier rum. Nämlich auch Pamela Anderson. Ich könnte aber nochmal erstmal zu Frank gehen. Apropos Frank, wie sieht es hier eigentlich aus? Na, das ist irrelevant. 37, ja, es hat sich noch nicht geändert, da wir ja auch noch nichts geerntet haben. Hm, verstehe, verstehe, verstehe. Oh Mann. Penny! Dank dir. Das sieht speziell aus. Du siehst auch speziell aus. Das ist kein Kompliment. Hä? Der ist nicht da? Der ist nicht da? Okay, das... Der ist nicht da? Das wundert mich. Das wundert mich jetzt wirklich. Kenn ich so nicht.
Oh, ich bin die ganze Zeit am Gähnen. Ach, Mann. Und nein, es darf keine Folge ausfallen, deswegen mache ich das doch jetzt hier. Appreciated es. Seine Bild sah eigentlich gerade gar nicht mal so schlecht aus auf dem Nachtmarkt, aber ich bin jetzt ja schon weg. Ahoi, hoi. Entschuldigung, wenn ich nach Fisch stinke. Oh, geil, Regen. Hey, cool. So. Zaubertrick. Mann, wer rechnet denn damit? Ach, alles hasst mich. Hallo, Meerjungfrau. Ja, er hat es ein bisschen herausgefunden. Weil ich auch keine Ahnung habe, was das hier ist. Das ist halt einfach nur so eine Piratenbucht. Das ist doch hier irgendwas. Ha! Aber was ich hier sonst? Ich würde gerne die Qualle da angeln. Fisch! Oh Mann, ey, ich hasse das so sehr, ey. Manchmal sind Fische einfach hardcore. Der Fisch ist aber nicht hardcore, deswegen nehme ich das mal mit. Das ist kein Hardcore-Fisch. Ach, immer nur Bait. Wisst ihr, wie wenig es sich lohnt, wenn man diese Dinger da rausholt? Jedes Mal für Bait habe ich da aber eigentlich nicht so. Weiß an. Butcher, butcher, butcher. Butcher, butcher, butcher. Mehr ist hier nicht. Hier ist jetzt, hätte ich gedacht, hier wäre noch ein bisschen mehr. Hier gibt es doch schon wieder irgendwelche Geheimnisse, die ich nicht verstehe, oder? Vor allem da muss man ja auch irgendwie. Wie rede ich mit der Meerjungfrau? Mehr habe ich ja auch nicht nachgegoogelt oder so, ne? Also. Da gerade was. Geblubbert? Das ist mir gerade aufgefallen. Das hier ist mir gerade auf. Was ist das? Teste mal jede Wand gegen mal gegenlaufen, wa? Elf? Warum ist da dieses? Es gab doch auch ein Geheimnis mit Meerjungfrau. Warte, lass mich noch mal ganz kurz gucken. Es war ein regnerischer Tag und auf einem einsamen Felsen saß eine schöne Jungfrau, die Meerjungfrau. Geschichten, die ich von Meerjungfrauen gehört hatten, die Sirenensänge sangen,
aber es gab keine Note, die sie aufbringen konnte. Am nächsten Morgen erspähe ich ein Arrangement aus Stein am schäumenden Ufer. Ei, Steine so groß wie Pfennige und Steine so groß wie Kupfergeldstücke. Soll ich die Alte einfach umhauen? Mein hier, ja, ich sehe es. Da ist Musik, ja, ich sehe es. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kommen wir nicht auch irgendwann nochmal hier unten lang? So, ich gehe jetzt nochmal ganz kurz meine Melone anpflanzen, damit wir das auch mal haben. Wow, nur ein Samen ist echt bitter. Das ist ja quasi schon alleine, wenn es ein Samen ist. Er will den Baum nicht annehmen. Irgendwas fertig von den Dingern? Nee. Ich habe noch einen Bananensamen. Der da hervorragend hinpasst. Man hat es genau gesehen, dass er da hinpasst. Mit dieser Musikdinger. Und außerdem haben wir wieder 10 Kokosnüsse. Ist natürlich auch die Frage, was wir mit den Kokosnüssen dann... vermapressieren mit den Walnüssen. Wie viele habe ich? Ah, noch 9 Stück, dann können wir da rein. Ja, noch 9 Stück, dann können wir da rein. Der gibt dann auch noch mal so eine Dinger. Bei der Meerjungfrau bin ich mir noch nicht sicher, wie das genau abläuft, was wir da zu tun haben. Danke. Habe ich schon mal gemacht. Musste ich nachgucken, war mir nicht mehr sicher. Sprang gerade so ins Auge, hätte ja sein können. Coconut. Nautilus. Nochmal eine versteinerte Rippe haben wir schon mal gefunden. Uns fehlt nicht mehr wirklich viel. Habe ich da eigentlich schon mal? Ja. Da springt mir gerade alles so ins Auge, deswegen muss ich gucken. Kurz.
Erhöht Waffengeschwindigkeit, gibt konstant Licht ab. Ja, und wir haben einen Ringplatz frei. Nice. Müssen wir uns nochmal suchen, was, oder nochmal gucken, was wir an Ringen zusammenschustern können. Was das angeht. Gib die Hoffnung nicht auf. Ja! Gut, dass ich die Hoffnung nicht aufgegeben habe. Nice! Wir haben sie, wir haben sie! Ja! Ja, haut ab! Wir haben sie, nice! Da musste er erstmal sterben für. Schön! Oh, schnell raus. Ich freue mich gerade. Nice, wir haben die Fledermaus. Es lief gerade so gut, ich musste unbedingt gucken, weil wir so viele Knochen gefunden haben. Weil wir haben hier Artefakt gefunden und die Dinger und wir haben alles und... Geil. Gebe ich aber morgen ab, weil wir müssen jetzt erstmal ins Bett. Juhu, nice. Weil wir so viele Knochen gefunden haben, dachte ich mir einfach mal, machen wir mal. Und es hat sich gelohnt, dass wir das gemacht haben. Wir haben schon 5 goldene Kokosnüsse. Nice. Ah, ich freue mich echt. Cool. Einfach mal random reingehen und das ausprobieren. Weil wir gerade so viel Glück hatten oder so. Oder ich habe keine Ahnung was. Ich freue mich einfach drüber. Nein. Alter. Leben am Limit, Alter. Oh, das hat Ärger gegeben. Krieg ja jetzt schon wieder die ganze Zeit Ärger. Obwohl ich überhaupt nichts tue. Ich bin die ganze Zeit nett, freundlich, höflich, zuvorkommend. USW, USD. So, jetzt müssen wir aber wirklich ins Bett. Schön. Nice, Alter, nice. Geil. Geil. Ja, 11.000. Wir sind nah an den 300.000 dran, dass wir uns endlich diese super tolle Abkürzung für 300.000 leisten können. Die wird bestimmt einfach unsagbar episch sein. So, eine Folge mache ich trotzdem noch. Weil ich muss das Ding jetzt abgeben. Jetzt bin ich motiviert. Dieses Rätsel dann noch, scheiße. Naja gut, egal. Finden wir noch heraus. Oder ihr sagt mir das in den Kommentaren. Ich bin doch doof, ich weiß. So, wir sehen uns morgen wieder und geben dann die Fledermaus ab. So, bis morgen.